Hallo, meine Lieben. Was fällt euch bei dem Wort Magie ein? Viele denken bei Magie an Zauberei, an Magier, die mit ihren Zauberkünsten die Menschen zum Staunen bringen. Aber Magie ist auch etwas anderes. Es ist eine Kraft, die in uns steckt. Sie schenkt uns Kraft für den Alltag und kann auch das Leben spannend und interessant machen. Was einem aber nicht bewusst ist, dass in jedem Mensch etwas Magie steckt. Mache dir einmal die Mühe und nimm einen Füllhalter in die Hand und schreibe dir auf, bei welchen Gelegenheiten du zum Staunen kamst. Wenn du darüber nachdenkst, werden langsam Erinnerungen in dir wach. Zum Beispiel über leuchtende Blumen, die du plötzlich auf der Wiese leuchten sahst. Oder besondere Tiere im Zoo. So auch die Sicht aus dem Flugzeug, wo du besondere Bilder erkennen konntest. All diese Erinnerungen wecken in dir ein beglückendes und erfreuliches Gefühl aus. Und all diese Bilder der Erinnerung sind wieder in deinem Gedächtnis. Es ist wieder vorhanden. Es ist wieder da. Der Zauber und die Erinnerungen erscheinen dir wie ein Wunder. Wenn du deine Liste des Staunens fertiggestellt hast, lege fest, welches ein besonderes Erlebnis für dich war und dir Lebensfreude gab. Dadurch wird dir bewusst, welche Dinge du gar nicht mehr wahrnimmst und auch kein Erstaunen mehr bei dir hervorbringt. Und du stellst dir die Frage: War das Magie? Die Antwort darauf ist einfach. Es wurde zur Gewohnheit und das nennt man Alltag. Und der Alltag hat nichts Alltägliches. Gerade weil wir Erwachsene schon so vieles erlebt haben, ist es schwieriger, aufrichtig zu staunen. Ist das nicht schade? Haben wir nicht als Kind eine Vielzahl von Dingen an jedem Tag erlebt, über die wir erstaunt waren, als wir das alles zum ersten Mal erlebten und sahen? Deshalb gibt es Menschen, die den Beruf als Magier ausüben, weil sie die Menschen mit der Kunst der Zauberei näher und in unser Gedächtnis bringen wollen. Und sie möchten, dass man über diese einzigartige Zauberei ins Staunen kommt. Denn das ist in Vergessenheit geraten. Aber wir können dieses Staunen wieder aus uns hervorholen, indem wir wieder unsere Fantasie freien Lauf lassen, unsere Fantasie wirken lassen. Versuche es einmal, indem du dich an einen ruhigen Platz hinsetzt und du deinen Träumen freien Lauf gibst. So wächst du deine Fantasie erneut und du wirst erstaunt sein, was mit dir geschieht. Du fühlst dich gut. Das Wundersame daran ist, dass du damit und dadurch dich langsam mit dem Universum verbindest. Und so kommt die Magie, die göttliche Magie. Sie hüllt dich ein und du wirst diese Magie spüren. So ist es dann sehr leicht, besonders für Neulinge, die in eine Meditation zu kommen. Probiere es aus, Schritt für Schritt. Naja. Und wenn du nicht weiter weißt, dann helfe ich dir dabei. Nimm den Kontakt zu mir auf. Ruf mich an. Also bis dahin. Herzlichst, eure Deria.